Unsere Impfstoffentwicklung basiert auf mehr als 30 Jahre Forschung. In der frühen Zeit haben wir uns als Tumorimmunologen damit beschäftigt, wie wir das Immunsystem gegen Krebszellen aktivieren können und welche Mechanismen dafür verantwortlich sind. Wir haben dann irgendwann uns mit mRNA angefangen zu beschäftigen, weil wir gesehen haben, dass Impfstoffe besonders potent auf mRNA-Basis entwickeln können. Aber auch hierfür war zunächst Grundlagenforschung notwendig, um zu verstehen, wie man mRNA stabilisieren kann, welche biologischen Prozesse dafür notwendig sind und wie die Translation von mRNA stattfindet. Diese frühe Forschung wurde vor allen Dingen durch Mittel aus den Universitäten und der DFG gefördert. Damit haben wir die Grundlagen geschaffen, mRNA-Impfstoffe zu entwickeln, die für eine Anwendung für die Krebsimmuntherapie eingesetzt werden konnten. Wir haben dann weitere Förderungen bekommen, um diese Anwendungen dann auch in die klinische Testung reinzubringen. Das waren zum Beispiel Mittel vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung. Es ist wichtig, dass man in der Forschung immer wieder Grundlagen und anwendungsorientierte Forschung miteinander kombiniert. Das ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt viele Fragestellungen, die aus der anwendungsorientierten Forschung wieder zurück in die Grundlagenforschung gespiegelt werden, um Mechanismen zu verstehen, um zum Beispiel Resistenzen zu überwinden oder Impfstoffreaktionen zu reduzieren. Dementsprechend geht unsere Grundlagenforschung an der Universität auch weiter.